Hallo, sanfte Grüße und herzlich willkommen beim Rattentöter TV. Im heutigen Video geht es um die Vorbereitung, die benötigt wird, um eine Kampagne von Ironsworn in den mitgelieferten Eisenlanden zu spielen. Das System ist streng genommen relativ setting-agnostisch, man muss also nicht unbedingt in den Eisenlanden spielen. Ich würde es aber an sich durchaus für die erste Kampagne empfehlen, denn dann passen die mitgelieferten Orakel und Tabellen am besten. Dazu mehr im nächsten Video. Für heute geht es in erster Linie darum, dass wir uns einen Charakter erstellen, dessen Geschichte wir dann durch die Eisenlande verfolgen werden und dass wir entsprechend ein wenig ausschmücken, wie unsere Eisenlande aussehen, denn diese sind abseits einer grob skizzierten Karte und einigen Grundannahmen zum Setting nicht übermäßig ausdefiniert. Es gibt aber eine strukturelle Anleitung dazu mit einer Reihe von Leitfragen, die dabei helfen, eine konkrete Vorstellung davon zu gewinnen, vor welchem Hintergrund sich die Geschehnisse abspielen werden. Ironsworn geht hier von einer Grundannahme aus, die besagt, dass die Eisenlande Neuland sind, welches gefunden wurde von den Eisenländern, die aus einem anderen Teil der Welt stammen und die Eisenlande vor einigen Generationen, 2 bis 3, besiedelt haben. Die Umstände, warum die Eisenländer in die Eisenlande gekommen sind, sind allerdings ziemlich ergebnisoffen und können aus einer Reihe von Vorschlägen ermittelt werden, die entweder alle zutreffen können oder wo einer der 3 Vorschläge dann der Impetus war, um die alte Welt zu verlassen. Die Vorschläge sehen wie folgt aus. Die alte Welt wurde entweder von wilden Clans, genannt die Skulde, überrannt und entsprechend brach dann die Zivilisation zusammen. Die Überlebenden sind nach monatelanger Irrfahrt in den Eisenlanden angekommen und haben angefangen, sich dort heimisch einzurichten. Alternativ dazu gibt es auch die Möglichkeit, dass eine Seuche die alte Welt befallen hat, daraufhin nach dem Zusammenbruch der Zivilisation die Eisenländer aufgebrochen sind und sich wiederum nach monatelanger Irrfahrt in ihrem neuen Zuhause eingefunden haben. Die 3. Option wäre ein Ressourcenmangel, der dazu geführt hat, dass Hungersnöte etc. ausgebrochen sind und durch letztendlich das Überfarmen oder explodierende Überbevölkerung die alte Welt untergegangen ist. Für meine Version der Eisenlande mag ich eigentlich immer gerne alle 3 auf einmal und backe das so zusammen, dass ich mir vorstelle, dass eine Klimaveränderung, beispielsweise eine kleine Eiszeit, die Skulde dazu getrieben hat, in die alte Welt einzufallen und dort entsprechend zu wüten und dass durch diesen Krieg entsprechend auch die Seuchen ausgebrochen sind und dann alles in sich zusammenbrach, wodurch die Eisenländer ihr Himmelfahrtskommando auf ihren Boden angetreten haben. Das Setting an sich hat vor allen Dingen den Charme, dass man durch die Vielfalt an alten Weltkönigreichen, Republiken und dergleichen die Möglichkeit hat, dass es in den Eisenlanden nicht nur von Leuten wimmelt, die so aussehen, als wären sie aus dem Casting der Serie für die Wikinger ausgebrochen. Stattdessen sind die Eisenlande konzipiert als Schmelztiegel von diversen Kulturen, die sich dann zusammengefunden haben und in eine neue Kultur umgeschmiedet wurden, mehr oder weniger durch die harsche Lebensrealität in den Eisenlanden. Das gefällt mir ziemlich gut. Das eröffnet einem nämlich durchaus eine Menge an Möglichkeiten, auch immer noch mal wieder in bestimmten Siedlungen Traditionen aufleben zu lassen, die dann auf ein bestimmtes originales Altweltkönigreich zurückgehen. Wir halten also fest, Krieg, Seuche und Skulde, also alle 3 zusammen. Und in diesem Lichte schauen wir uns dann mal die nächste Idee an, der wir uns näher widmen sollen. Da geht es nämlich um das Eisen. Genauer gesagt die Natur des Eisens. Das Eisen hat in den Eisenlanden eine zentrale Bedeutung, nicht nur im Namen, beziehungsweise das können wir durchaus festlegen, dass es eher eine Metapher ist, aber im Grunde ist das Spiel so konzipiert, dass das Eisen an sich eine zumindest metaphorische oder religiöse, pseudoreligiöse Bedeutung hat und dass das Schwören auf Eisen eine sehr schicksalsprägende Wirkung hat. Es aber durchaus auch die Variante gibt, dass das Eisen an sich ein fast magisches Metall ist und ein spezielles Eisen, was nur in den Eisenlanden zu finden ist. Konkret heißt das Folgendes: Die felsigen Hügel und Berge der Eisenlande sind reich an Eisenerz. Am wertvollsten ist das schwarze Sterneisen oder auch, denke mal, Meteoriteneisen ist gemeint. Damit hätten wir eine Anzeige von Ressourcenreichtum und damit eben ein relativ mondänes Eisen. Die 2. Variante ist, dass die
Eisennamensgebung eher darauf hinweist, dass die Eisenländer an sich eben von hartem Kern und von Eisen sind, die Widerstandsfähigkeit von Metall an den Tag legen müssen, um in diesem neuen Land zu bestehen. Und die dritte Variante ist die eher metaphysische. Überall im Land finden sich rätselhafte Metallsäulen. Sie sind grau wie Eisen und glatt wie Flusssteine. Niemand kennt ihren Ursprung. Es gibt also mysteriöse eiserne Säulen. Meine Präferenz geht immer in Richtung der eisernen Säulen. Vor allem aus dem Grund, weil ich mir in meinen Eisenlanden auch immer die Frage stelle, wie diese erste Siedlungsphase verlaufen ist, da die Eisenlande in der Regel nicht unbewohnt waren, sondern es die sogenannten Erstgeborenen im Setting gibt. Damit sind Elfen, Wolfsmenschen, Riesen, Trolle und dergleichen gemeint. Und in meiner Vorstellung habe ich immer so ein bisschen den Trichter, dass die Elfen vor allem und die Wolfsmenschen, die Varu bis zu einem gewissen Grade, die Eisenländer nicht gerade mit offenen Armen empfangen haben und auch sehr stark in der Überzahl waren. Dass aber diese eisernen Säulen für die Erstgeborenen sowohl ein Tabu darstellen, als auch tatsächlich eine Schutzfunktion vor den Erstgeborenen mit eingebaut haben, da die Erstgeborenen dieses Eisenmaterial nicht besonders gerne mögen, um genau zu sein, die Präsenz bereitet ihnen Schmerzen. Was dann wiederum für mich bedeutet, die Eisenländer haben das relativ schnell gemerkt, haben ihre Siedlungen um diese eisernen Säulen aufgebaut und haben zum Teil auch die Säulen, wo keinerlei Siedlung plausibel war, weil sie einfach zu tief in den Wäldern waren oder in einer Gegend, die nicht besonders besiedelbar schien, diese Säulen dann demontiert wurden und zu Waffen umgeschmiedet worden sind. Und dann wendet sich entsprechend das Blatt, sodass die Eisenländer auch eine Besatzungsmacht in gewisser Weise darstellen. Der nächste Punkt dreht sich um die Vermächtnisse in den Eisenlanden. Da können wir festlegen, ob wir die ersten Menschen sind, die Fuß in dieses Land setzen oder ob es schon mal eine Einwanderungswelle gab und dass die Völker, die seinerzeit vor Urzeiten in die Eisenlande eingewandert sind, in irgendeiner Form verwildert sind und jetzt zu Stämmen zusammengerottet existieren, die von den Eisenländern als die Gebrochenen bezeichnet werden. Es gibt keine wirkliche Kommunikationsmöglichkeiten, man ist auf Kriegsfuß miteinander und man hat mehr oder weniger die klassische heulende Horde, die irgendwo in den wüsteren Gegenden der Eisenlande herummarodiert. Die dritte Variante ist, dass vor den Eisenländern und sogar noch vor den Erstgeborenen eine andere Zivilisation existiert hat, deren Ruinen noch zu finden sind. Und hier habe ich dann auch wieder diese Partie für den Mix und nehme die Gebrochenen als die erste Welle und die Ruinen als das, was die Gebrochenen möglicherweise gebrochen hat, nämlich irgendwer hat zu tief gegraben oder sowas. Halten wir also fest, gebrochene und alte Ruinen und widmen uns den Siedlungen, die uns auch wiederum drei Optionen liefern. Die erste wäre, dass die Eisenlande nicht sehr dicht besiedelt sind und dass die Siedlungen untereinander sehr isoliert voneinander existieren. Die zweite Variante ist, dass die Eisenländer sich in einer relativ homogenen Gemeinschaftsform organisiert haben, die sich Kreise nennt und dass diese Gemeinschaften alle einem Vorsteher oder Rat unterstehen und aus mehreren Familien bestehen und teilweise auch nomadisch organisiert sein können. Es gibt Handel, es gibt auch Konflikte und Aufflammen von kriegerischen Auseinandersetzungen, aber keine strukturellen Kriege oder tatsächliche Zivilisation. Die dritte Variante ist, dass die Eisenlande schon relativ erfolgreich besiedelt wurden, dass es Siedlungen gibt, die auch eine Art stehende Verteidigungskraft oder Angriffsmacht unterhalten können und miteinander Handel treiben, dass es auch ein gewisses Straßennetzwerk gibt, wenn auch sehr rudimentär, und sich vor allen Dingen auf die zentraleren und südlicheren Gefilde der Eisenlande erstreckt, wohingegen der Westen, Norden und die Küstenrande immer noch ziemlich ungezähmt sind. Das erscheint mir auch immer am sympathischsten in meinen Settings der Eisenlande, weil im Grunde dadurch auch mehr Möglichkeiten von Charakterrollen, NPC-Rollen und so weiter aufgezeigt werden. Ich halte das mal fest, als Eisenlande sind ausgebaut und aufgeblüht, was aber auch impliziert, dass mit den entsprechenden Reichtümern, die hin und her gewechselt werden und mit territorialen Befindlichkeiten entsprechend Banditentum und das
aufeinander schauen des Nachbars wieder zum Tragen kommen und dass bestimmte Kriegsbände geschmiedet werden, die dann in benachbarte Regionen einfallen können etc. Zum Thema, wie eine Eisenlandsiedlung organisiert sein kann und beherrscht wird, gibt es wiederum auch drei Vorschläge. Der erste Vorschlag besagt, dass jede Gemeinschaft ihre eigene Regierungsform entwickelt hat, von pseudodemokratisch oder basisdemokratisch über einen einzelnen Herrschenden bis hin zu Clanherrschaft oder religiösen Anführenden. Die zweite Variante ist, dass jede Siedlung ihr eigenes Oberhaupt hat und dass die Oberhäupter alle 7 Jahre bestätigt werden im Amt, dass die Oberhäupter in sich dann wiederum eine Spanne durchlaufen von ausgesprochen machtgierig bis zu widerwillig. Und wir finden uns da ein wenig in einer Analogie wieder zum Overseer von einem Fallout Vault. Im Englischen heißt das Ding auch Overseer. Die dritte Variante ist Game of Thrones der frühen Eisenzeit. Zahlreiche Clansführer gebieten über kleine Landstriche. Die meisten streben danach, zum einzigen König zu werden und alle anderen zu annektieren. Das wäre meine Wahl, da ich sehr diese Konflikte als Triebfeder mag, um die Eisenlande ein bisschen mehr zum Leben zu kriegen. Wir halten fest, Clansführung mit territorialen Interessen und wenden uns dem Thema zu, wie diese territorialen Interessen durchzusetzen sind, nämlich mit dem Militär. Wir haben drei relativ klar umrissene Skalierungen hier von: Es gibt einfach zu wenig Ressourcen für stehende Verteidigungsheere über die Dörfer und Siedlungen und erhalten ihre Verteidiger, die allerdings wirklich mehr eine Wächtermiliz sind, oder aber wir haben tatsächlich organisierte Kriegstrupps, die über ihre Nachbarn herfallen. Und natürlich haben wir mit gierigen Clansführern und einer ansatzweise blühenden Landschaft in den Eisenlanden eher die Variante mit den Kriegstrupps vor Augen. Als nächstes geht's an die Mystik, ans Übernatürliche, an Phänomene, die in den Eisenlanden zu finden sind. Die Fragestellung hier ist relativ einfach. Gibt es im allgemeinen Ansehen der Bevölkerung Magie lediglich als Sage aus der Vergangenheit und niemand glaubt mehr so wirklich dran? Gibt es sie selten, aber dann mit großer Macht und die Ritualisten der Eisenlande sind gefürchtet oder hoch angesehen? Oder aber ist Magie wirklich ansatzweise omnipräsent und ist schon irgendwo integraler Teil des Settings? Ich entscheide für den Mittelweg, dass Magie selten und gefährlich ist. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Religion, und zwar dahingehend, ob es ein eher schicksalsgläubiges Volk ist, was sich in den Eisenlanden niedergelassen hat und von den Göttern mehr oder weniger nicht mehr allzu viel wissen möchte, nach dem, was in der alten Welt passiert ist, oder ob es tatsächlich noch Verehrung von alten und neuen Göttern gibt, oder ob die Götter tatsächlich auch gelegentlich unter den Eisenländern wandeln und die Priester ein relativ hohes Ansehen genießen und entsprechend hohen Einfluss in den Gemeinschaften besitzen. Ich präferiere hier die Schicksalsgläubigkeit mit einem Schuss alte Götter. Im Großen und Ganzen die Vorstellung, dass es von Siedlung zu Siedlung ein wenig variiert. Es wird Siedlungen geben, die religiöser sind und den alten Glauben aus der alten Welt noch bewahren, dass aber die vorherrschende Meinung in weiten Teilen der Eisenlanden ist: Was scheren mich die Götter nach allem, was sie für uns nicht getan haben, als es drauf ankam und entsprechend der kollektive Glaube verloren gegangen ist. Der nächste Punkt betrifft die besagten Erstgeborenen und vor allen Dingen auch das Verhältnis der Eisenländer mit den Erstgeborenen. Da gibt es wiederum die drei Varianten, dass Erstgeborene entweder so weit zurückgedrängt worden sind, dass sie kaum noch präsent sind und dass sie eher zu Legenden geworden sind, man sie aber als generelle Eisenländer nie wirklich zu Gesicht bekommt, oder aber dass sie sich zurückgezogen haben und sich eher verteidigen gegen die Eindringlinge, dass sie aber sehr in den wilderen Regionen zu finden sind. Oder alternativ kann man auch ein Szenario andenken, wo die Erstgeborenen die Eisenlande immer noch beherrschen und die Eisenländer eher diejenigen sind, die in Duldung existieren, aber auch in gewisser Furcht vor den Erstgeborenen leben. Ich bin für zurückgezogen und erbittert, beziehungsweise verbittert, weil sich das auch am ehesten mit unserer etwas kriegstreiberischen und Eisensäulen Historie deckt. Dann haben wir noch zwei Themenkomplexe zu klären, nämlich die Schrecken und die Bestien. Da geht es im Kern um wilde Kreaturen von monströser
Dimension oder aber auch die eher paranormale, cthulhuide Horrorvariante des Dämonen und des Ebenenwandlers, der irgendwo aus einer anderen Dimension rüberschaut in die Eisenlande. Das ist relativ analog bei den Bestien, was die Erstgeborenen angeht. Entweder sind sie tatsächlich nur noch in Legenden zu finden oder sie leben zurückgezogen in den wilderen Teilen der Eisenlande oder aber sie sind tatsächlich wild randalierend auch in den zivilisierteren Regionen zu finden. Ich denke, was es interessant machen würde, wäre, wenn die natürliche Bedrohung durch Bestien und große monströse Kreaturen auch noch in den eher besiedelten Regionen der Eisenlande existiert, damit wir diese harsche Natur der Eisenlande auch ein wenig aufspielen können. Also wäre ich tatsächlich für Bestien aller Art durchstreifen die Eisenlande. Sie leben vor allen Dingen in abgelegenen Regionen, wagen sich auf der Jagd, aber auch in die besiedelten Gebiete. Und zu guter Letzt die Schrecken. Glaubt niemand an sie? Lauern sie nur in den tiefsten Tiefen der Wildnis? Oder haben wir es tatsächlich mit der eisenländischen Zombie-Apokalypse zu tun, wo die Toten keine Ruhe finden und auch alles andere an finsteren Mächten allenthalben anzutreffen ist? Da wäre ich wiederum für den Mittelweg des tiefen Waldes und der noch tieferen Gewässer, wo die Schrecken lauern und dass der Überschneidungspunkt eher nicht so ausgeprägt ist in den besiedelten Gebieten. Schrecken existieren zurückgezogen. Und fertig ist die Laube. Und zwar in Form von unseren Eisenlanden, die durch diese Entscheidungsbäume durchgejagt wurden. Wir haben also die alte Welt verlassen wegen Krieg, Seuchen und Skulden. Wir haben eiserne Säulen gefunden. Wir haben gebrochene Stämme gefunden und alte Ruinen von einer Zivilisation, die niemand mehr kennt. Wir haben aber die Eisenlande erfolgreich besiedelt und aufgeblüht, was allerdings auch wiederum ein wenig kriegstreibend gewirkt hat, wodurch die Clansführung mit territorialen Interessen die Kriegstruppen auf die Reise schickt. Magie ist selten, aber gefährlich. Schicksalsgläubigkeit herrscht vor, allerdings auch mit einem Schuss Glaube an die alten Götter. Die Erstgeborenen sind weitgehend zurückgedrängt aus den zentralen Regionen und leben in den wilderen Regionen verbittert und in Verteidigungshaltung. Bestien jagen teilweise auch in den vermeintlich befriedeten, zivilisierten Gebieten. Und monströse Schrecken leben zurückgezogen in tiefen Wäldern und Gewässern. Und vermutlich auch in alten Grabhügeln, die wir irgendwo finden können, weil alte Grabhügel sind immer gut. Damit haben wir unsere Welt und können unseren Charakter erschaffen. Übrigens ein Wort hierzu in der Sequenz eine Kampagne beginnen. Punkt 1 und 2, erschaffe deinen Charakter und erschaffe deine Welt, sind weitgehend austauschbar. Das ist auch explizit so gewollt. Wer eher vom Speziellen zum Allgemeinen schließen kann, baue sich zunächst den Charakter. Wer eher den Hintergrund der Welt braucht, um ein Plätzchen für den Charakter zu finden, dazu gehöre ich auch dazu, baut sich halt erst die Welt, wie sie uns gefällt. Zu guter Letzt möchte ich euch nicht vorenthalten, dass es auch eine Weltkarte gibt, die mit dem Nordstern-Paketchen mitgeliefert wird. Mal gucken, ob sie als Ganze auf die Kamera passt. Von Süden nach Norden wird es eigentlich immer schlimmer. Und die besiedelten Gebiete wären hier in den Zufluchten und in den Grenzlanden zu finden und vielleicht noch bis zum gewissen Grad in den Flutlanden. Wohingegen die tiefen Wälder, die zerklüftete Küste, Teile der Grenzlande, die Sturmhügel und alles auf und jenseits der Berge dann wiederum sehr lebensfeindlich für den gemeinen oder auch nicht ganz so gemeinen Eisenländer ist. Zur Charaktererschaffung und zum Charakterblatt, das übrigens auch im Nordstern-Paket mitgeliefert wird, aber alternativ auch natürlich ausgedruckt werden kann. Wir haben 5 Charakterfertigkeiten, denen Werte zugewiesen werden können. Und zwar Werte von entweder 1 bis 3 oder 1 bis 4, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad für eure Kampagne auswählt. Dazu später mehr. Die Werte als solche sind Geschick, Herz, Eisen, Schatten und Verstand. Ich finde die relativ selbsterklärend, vielleicht kurz zum Umreißen: Geschick, physische Geschicklichkeit, Herz, die eher emotionale Verbindungs- und Widerstandsfähigkeit, Eisen, die eher körperliche Durchsetzungskraft und Fähigkeit, Schatten, die Hinterhältlichkeit, Hinterlistigkeit, aber auch das Schleichen und Lügen und Verstand dann wiederum
die Auffassungsgabe. Der besagte Schwierigkeitsgrad ist eine optionale Regel aus dem Nordstern. Wir haben hier erbarmungslos, verhängnisvoll und herausfordernd. Das macht einen riesigen Unterschied. Die Würfelwürfe aus Iron Sworn werden auf einem D6 plus Fertigkeitswert gewürfelt gegen den Schwierigkeitswurf von einem W10. Das heißt, ein plus 1 verschiebt die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Verlaufs einer Probe ziemlich weit nach oben. Der Unterschied zwischen einem Wert von plus 3 und plus 4, geschweige denn plus 2 und plus 4, ist ziemlich gewaltig in der Auswirkung aufs Spiel. Der Standardpfad für den Charakter, der dem Grundregelwerk entstammt, ist verhängnisvoll. Das heißt, wir haben einen Wert auf 3, 2 auf 2 und 2 auf 1. Das ist durchaus akzeptabel. Wer eher die heroische Variante des sehr kompetenten Charakters spielen will, bediene sich bei Herausfordern. Das habe ich beispielsweise in meiner englischsprachigen Serie gemacht. Stelle aber wirklich fest, im Vergleich zum Privatspiel, wo ich die verhängnisvolle Variante gewählt habe, bin ich mit meinem Charakter, der Werte auf 4 hat, durchaus häufiger erfolgreich als mit dem Charakter, wo der beste Wert die 3 ist. Ich würde sagen, wir gehen einen verhängnisvollen Weg ein und nehmen den Standard für unser Spielbeispiel hier. Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo es relativ frei wird. Wir können den Charakter letzten Endes einfach aus dem Nichts erschaffen, wie jeden anderen Charakter in jedem anderen Rollenspiel weitgehend auch. Mit dem Unterschied, dass es nicht wirklich vorgefertigte Charakterklassen oder ähnliches gibt, sondern wir lediglich eine Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen festlegen und daraus dann ableiten, mit was für einer Person wir es zu tun haben. Das können wir so machen. Was die interessantere Variante für mich ist, weil Iron Sworn auch sehr, sehr davon lebt, dass man Dinge erwürfelt, ist, dass man selbst den Charakter erwürfeln kann. Das fängt beim Namen an und geht über die Rolle bis zu Persönlichkeitsmerkmalen. Fangen wir einfach mal mit einem Namen an und legen gleichzeitig auch Geschlecht fest. Und das tue ich mit einem sechsseitigen Würfel. 1 bis 3 ist ein Mann, 4 bis 6 ist eine Frau. Und der Prozentwürfel gibt uns einen Namen vor. Eine 85 und eine 4. Damit haben wir es mit einer Dame zu tun. Und wir haben zwei Tabellen zur Auswahl, wo wir uns letztendlich einen Namen rauspicken können. Wir können auch 1 bis 3, 4 bis 6 sagen. Aber im Grunde, hier würde ich sagen, gehen wir einfach nach dem, was für meine Ohren besser klingt. Wir haben 85 Emmeline oder Indira. Dann sagen wir mal einfach, Indira ist die Wahl des Tages. Und jetzt würden wir gerne ein wenig mehr über Indira wissen, nämlich die Charakterrolle, die Indira in den Eisenlanden hat. Hierzu haben wir auch ein Orakel, eine Tabelle, das wir befragen können. Das tun wir dann jetzt auch mal wieder mit dem Prozentwürfel. 64 ist Späher. Indira, die Späherin. Damit würden wir auch ableiten können, dass Indira aus einer bestimmten Siedlung stammt. Ansonsten späht sie eher für sich selber. Oder sie ist Teil eines Kriegstrupps. Das könnte man natürlich auch in Erwägung ziehen. Wir können Indira jetzt auch ein Charakterziel mit auf den Weg geben. Da haben wir auch eine Tabelle für. Also würde ich sagen, nutzen wir sie. 75, verteidige einen Ort. Damit ist sie ziemlich sicher Teil einer Siedlung, die sie dann auch verteidigen wird. Und somit eine Art Wächter für diese Siedlung. Als Teil der erweiterten Hintergrunderstellung werden wir der Siedlung später auch dann noch einen Namen und ein Problem mit auf den Weg geben. Auch dafür gibt es Tabellen. Für den Moment wollen wir erst noch mal ein bisschen mehr über Indira wissen und schauen deshalb nach Charaktereigenschaften und Beschreibungsmerkmalen. Ich würde sagen, wir nehmen mindestens 2, je nachdem wie aussagekräftig, auch gerne noch ein drittes mit dazu. 29, Indira ist stolz. 38, Indira ist entstellt. Okay, dann müssten wir uns da wahrscheinlich auch noch eine Geschichte zu überlegen. Wie man sehen kann, die Orakel liefern einem immer schon eine ganze Reihe von Anhaltspunkten, die dann dazu führen, dass man immer noch weiter in die Geschichte eintauchen und weiter fiktional spinnen kann, was denn
dieses Orakelergebnis jetzt bedeutet. So funktioniert im Grunde fast das komplette Spiel von der Fiktion in die Mechanik zurück zur Fiktion. Dazu wiederum später noch in einem weiteren Video die Erklärung. Nehmen wir noch ein drittes Merkmal dazu. 93, Indira ist hitzköpfig. Okay, stolz, hitzköpfig und entstellt. Gehen wir mal zurück zu unseren zu vergebenden Attributspunkten, da wir jetzt natürlich auch ein wenig einen schärferen Blick drauf haben, was wir hier zu vergeben hätten. Damit würde ich sagen, dass Indira vor allem geschickt sein sollte als Späherin, dass sie aber auch natürlich nicht ohne Schatten auskommen wird. Und jetzt ist die Frage, hat sie mehr Herz oder mehr Verstand? Bei stur bzw. stolz und hitzköpfig würde ich von mehr Herz als Verstand ausgehen. Damit ergeben sich dann auch Eisen und Verstand als die beiden Werte mit der 1. Man könnte natürlich auch überlegen, ob das Eisen, die 1 beim Eisen, irgendetwas mit der Entstellung zu tun haben könnte. Und der Verstand, ich würde nicht davon ausgehen, dass das eher eine Dummheit ist, sondern eher die Hitzköpfigkeit und Unbedachtheit. Vielleicht ist Indira auch noch etwas jünger. Das könnte natürlich sein. Jetzt können wir noch mal kurz in die Orakel eintauchen und uns die Siedlungsorakel anschauen, da wir hier auch eine entsprechende Siedlung haben, der Indira als Späherin dient. Schmeißen wir mal den Prozentwürfel in Richtung einer Tabelle, um zu schauen, was für eine Art von Namen wir hier haben. 20, ein von Menschen errichtetes Bauwerk, gibt den Siedlungsnamen vor. Welchen Siedlungsnamen haben wir genau? 30, Felsengrab. Okay, das ist schon mal sehr cool. Das heißt, wir haben vielleicht sogar eine Siedlung, die in der Nähe von alten Gräbern, entweder von den Gebrochenen, als sie noch eine funktionierende Zivilisation waren, oder von der Vorgängerzivilisation, die älter ist als die Erstgeborenen. Dann geben wir dem Felsengrab noch schnell ein Problem mit auf den Weg, wo im Moment gerade der Schuh drückt, damit wir auch direkt daraus später vielleicht was ableiten können, was unseren ersten Anknüpfungspunkt für unseren ersten Schwur als Eisengeschworener bzw. Eisengeschworene darstellt. 55, bevorstehender Angriff. Okay, das heißt, wir sind bedroht. Mehr dazu dann, wenn es drauf ankommt. Wir können dann überlegen, ob wir von Erstgeborenen bedroht sind oder von irgendwelchen finsteren Mächten oder von einem Kriegstrupp von benachbarten Clans, Führungen, die dann wiederum nach unserem Territorium greifen wollen. Was wir auch tun können, ist eine Region zu erwürfeln, wo sich Felsengrab befindet. Dazu gibt es auch eine Tabelle, da würde ich dann auch direkt mal drauf würfeln. 40 in den Flutlanden, damit haben wir es eher mit einer küstennahen Siedlung zu tun, auch gut zu wissen. Und das nächste, was wir tun, sind Hintergrundbande festlegen. Wir haben 3 davon, das können wir auch entsprechend auf dem Charakterblatt bei Bande als Fortschritt markieren. Das erkläre ich auch in dem entsprechenden Video, wenn es um die Spielmechanik geht. Kurz dazu gesagt, die Bande an sich sind eine Repräsentation über die Verknüpfung des Charakters mit den Eisenlanden und haben vor allen Dingen etwas damit zu tun, wenn sich der Charakter irgendwann zur Ruhe setzt, dann kommt die Menge der Bande zum Tragen, um zu repräsentieren, wie das weitere Leben nach der Karriere als Eisengeschworene aussieht. Aber im konkreten Spiel haben Bande auch Einfluss darauf. Beispielsweise kann es ein +1 geben, wenn man Informationen zusammenträgt von einer Person oder einer Siedlung, mit der man eine Bande teilt. Damit hätten wir auch die erste Bande gleich schon, nämlich die Bande nach Felsengrab. Macht ja irgendwo Sinn, dass wir da mit verbandelt sind. Jetzt könnte man überlegen, ob wir noch Familienmitglieder haben und Ähnliches. Vermutlich ja. Fraglich ist, wie eng die Bande sind. Wahrscheinlich schon ziemlich eng in so einer Kultur wie den Eisenlanden. Von daher schnappen wir uns eben ein weiteres Kulturmitglied der Eisenlande, würfeln wiederum die Namen- und Geschlechterzuweisung und schauen, was dabei rauskommt. Das ist wiederum eine Frau mit dem Ergebnis 14. Das könnte sein Halima oder Kova. Nehmen wir Kova.
Hier können wir vielleicht mal ein 50-50-Orakel nutzen, indem wir sagen, 50 und drunter ist die Mutter und 51 und drüber ist die Schwester. Okay, Kova ist die Mutter, die dann noch im Felsengrab anzufinden ist. Was ist sie denn? Geben wir ihr eine Rolle. 01, sie ist Verbrecherin. Okay, Mutter ist auf Abwägen. Interessant. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir dem Ort irgendwo dienen. Vielleicht leisten wir irgendwie Abbitte oder versuchen Einfluss zu gewinnen, um Mutter wieder frei zu pressen, frei zu kaufen, frei zu was auch immer. Können wir nochmal drüber nachdenken. Was hat Mutter denn für ein Charakterziel? 34, ergreife die Macht. Okay, also Mutter wollte die Macht in Felsengrab an sich reißen. Und oh, das schlägt uns jetzt aber vermutlich auch einiges an Misstrauen entgegen, dann als Tochter von der Usurpatorin, die jetzt vielleicht irgendwie unter Hausarrest steht oder ähnliches. Vielleicht ist der Clan, dem Kova und Indira angehören, zu einflussreich, als dass man Kova einfach hinrichten könnte. Dazu kommt auch noch, dass Eisenländer jetzt nicht so wirklich reich gesät sind und dass man gegebenenfalls jetzt nicht so schnell mit Exekution um sich wirft, sondern gegebenenfalls dann Mutter vielleicht irgendwo einsperrt. Das ist ja schon mal interessant. Schauen wir mal, was für Charakterzüge Mutter hat oder was für herausstechende Merkmale Kova hat. 96, Kova ist gierig, das passt natürlich ganz gut. Und noch ein weiteres vielleicht. Das ist nochmal eine 96. Kova ist sehr gierig, das wussten wir aber schon. Und das war eine 5. Kova ist auch liebevoll. Okay, also eine sehr facettenreiche Person. Dann brauchen wir noch einen weiteren Band. Hier würde ich einfach den Ansatz wählen, wir schmeißen mal einen Namen und ein Geschlecht in den Raum und wählen eine Rolle und schauen, was denn da so raus wird. 23 und eine 2, das ist jetzt ein männliches Wesen, entweder namens Addon oder Selva. Ich denke Addon in dem Fall. Wer ist denn das? Gebe mir eine Rolle, liebes Orakel. 4, Heiler. Okay, Addon ist Heiler. Da hat sich der Band vielleicht irgendwo geknüpft durch das Behandeln unserer, wie auch immer, gearteten Entstellung, über die wir uns noch Gedanken machen können. Geben wir Addon auch noch ein Ziel. 77, räche eine Verfehlung. Das können wir auch im Hinterkopf behalten. Das könnte noch zum Tragen kommen, wenn wir irgendwann mit Addon interagieren und vielleicht Schwur leisten, um dabei zu helfen. Jetzt noch die Charakterbeschreibung. 28, eingebildet. Das heißt, vielleicht ein wenig von oben herab gebildet im Sinne von schaut herunter auf die nicht so belesenen anderen Eisenländer. Und dann vielleicht noch ein zweites. 64, sterbend. Okay, also Addon ist entweder sehr alt oder irgendwie in der Verfassung, die dann wiederum vielleicht das Rächen einer Verfehlung bedingt und wurde vergiftet oder steht unter einem Fluch oder irgendwas in der Richtung. Da können wir uns natürlich was überlegen. Die Möglichkeiten sind da ziemlich endlos und es gibt wiederum auch eine Reihe von Orakeln, die uns dabei helfen können, das im Laufe des Spiels rauszukriegen. Zu guter Letzt sollten wir noch die Ressourcen wählen, die Indira zur Verfügung stehen. Das sind Begleiter, Tierbegleiter oder Gefährten, bestimmte Pfade und Befähigungen oder Charakterzüge, die dann wiederum einen Spieleffekt haben, Kampftalente und auch Rituale oder magische Fähigkeiten. Ich würde Indira einen Hund mit an die Seite geben, würde sie loyal machen und als Speerin und schleichende Waldläuferin oder Schurkin stehe so ein bisschen vor der Wahl zwischen Pfeil und Bogen oder Spezialisierung eher so auf kleinere Klingenwaffen, würde jetzt mal Messerkampf dazu nehmen, was aber nicht heißt, dass sie nicht auch mit dem Bogen umgehen kann. Es gibt nur bestimmte Boni hier, die es dann bei einem Angriff mit dem Bogen nicht gäbe, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch mit dem Bogen ordentlich Schaden reinhauen können. Also Hund, Loyalität und Messerkamm sind unsere drei Ressourcen. Die nächsten Elemente, die jetzt kommen, gehen schon sehr in die Nähe des eigentlichen Spielablaufes. Wir müssen jetzt unseren Hintergrundeid ablegen, uns überlegen, was das sein könnte. Ich denke in dem Fall gegebenenfalls entweder das Beschützen von Felsengrab oder irgendwas
mit Bezug auf die Mutter vielleicht ihr die Freiheit zu verschaffen oder sie in die Machtposition zu bringen, was auch immer. Und dann auch noch unser einschneidendes Erlebnis zu beschreiben, was uns in den ersten, ins erste Abenteuer reinführt. Das würde ich sagen, machen wir dann tatsächlich, wenn wir uns dem Spielbeispiel annähern und das erste Abenteuer ein wenig umreißen und auch die Spielmechanik näher unter die Lupe nehmen. Somit sind wir für heute dann erstmal fertig. Ich hoffe, das war einigermaßen aufschlussreich, was die Charaktererschaffung und das Weltenbauen in Ironsworn angeht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.